Was geht, ihr geilen Leute und Bräute? Willkommen zu einer neuen und auch der letzten Folge zu Assassin's Creed Revelations in der Ezio Collection. Nächste Mission steht an und ihr vergesst nicht, das Video zu bewerten. Schönen Dank dafür. Los geht's. Oh, ich dachte, wir starten direkt in eine Cutscene. Ah, jetzt geht's erst los. Ach so, ja. Ich dachte, es würde sofort losgehen. Aber die wollen erstmal labern wieder. Der Wächter Teil 1. Einst, Alter. Einst gab es ein Assassin. Mentor, wir haben ein Problem. Sehr viele Assassinen sind in den letzten Monaten verschwunden und ich ahne auch warum. Verschwunden? Meint ihr, sie wurden getötet? Ich fürchte ja. Ich habe keine Zeit, es zu erklären. Versteckt euch im Park westlich von hier und wartet auf meine Ankunft. Dann werdet ihr selbst sehen. Ja, auch das Design dieser Assassinen sieht echt cool aus. Hier im Teil. Verpisst euch! Geschichten der Ehre, falsche Auffassung von Recht und Gerüchten gerecht. Elende Mädel, ups. Ach ja, hier war es ja bestechen und nicht töten. Sorry! Sorry, sorry, Junge. Kann ja mal passieren. So, wir sind gleich da. Okay. Hier geht's wohl nicht mehr hoch. Alter, es ist dunkel. Ich sehe selber gar nichts mehr. So, das war doch ganz gut. Schärft eure Sinne. Hier droht eine Gefahr, die ich nicht verstehe. Ihr haltet Wache. Ich sehe mich mal um. Boah, Meister Ezio übernimmt. Und ihnen das Leben ausbrennen. Vali Seldradat war auch ein Multiplayer-Charakter, oder? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Folgt diesem Mann! Nur ein schuldiger Mann rennt so schnell davon! Ich muss immer an die Subasa-Musik dann denken. Boah, der ist zu schnell, der ist zu schnell! Ja,
gut so, immer drauf! Jetzt von hinten! Opa, bravo! Das wird dir gefallen, oder? Seid ihr verletzt? Mein Stolz ist verletzt und mein Herz ist schwer. Dieser Mann, sein Name ist Vali, er war einst ein Assassine. Er hat offenbar Talent und eine Rechnung zu begleichen. Evett, bis der Mann gefasst oder getötet wird, kann sich keiner von uns in dieser Stadt sicher fühlen. Und bis ihr richtig geübt seid, werde ich euch nicht in den Kampf gegen einen so tödlichen Gegner entsenden. Konzentrieren wir uns weiter auf die Verbesserung eurer Fähigkeiten. Als wenn ein Ezio Zeit hätte, jeden Einzelnen zu unterrichten, weißt du? Aber er macht natürlich nur den Obermacker und der macht dann die anderen. Oh ja. Auch das war eigentlich ganz nice, Leute. Das war auch eigentlich ganz nice. Dass man die Leute auf Mission schicken konnte und so weiter. Boah, jetzt ist aber die Mission ganz schön weit entfernt, du. Wo ist denn das? Tja. Würde ich sagen, gehen wir zu dem Tunneleingang und dann teleportieren, oder? Beziehungsweise Schnellreise. Teleportation, sowas gibt's doch gar nicht. Gott. Alles klar, aber wir werden auch so krass gesucht, ey. Ich muss das irgendwie loswerden. Warte. Wäre vielleicht doch besser, wenn ich hier hochlatsche. Euch. Die am Nerven sind immer. Junge, Cash. Fettes Money Cash in der Bank. So, jetzt sind wir auch schon da. Ist der eigentlich freigeschaltet oder muss ich den erst freischalten? Weil dann haben wir eine kleine scheiße Arschkarte. Nein, ist schon freigeschaltet. Komplett. Das war auch immer erst ein Gefummel, den richtigen zu finden, wa? Anstatt dass der am nächsten zum Hauptmissionsziel einfach markiert wird. Weißt du, es wäre einfach nichts Schwieriges, es zu programmieren, wird aber alles schneller machen. Aber gut, ist jetzt auch nichts Schlimmes. Okay, dann geht's halt dann gleich wieder aus mit dem Weiter vom guten Assassino. Assassino! Achso, ja, jetzt kurz die Markierung wegnehmen. So. Klopf, klopf. Gibt es Schäden? Keine offensichtlichen. Byzantinische Templer sind schlechte Gastgeber, aber gute Pächter. Wenn sie einen Ort einnehmen, halten sie ihn in Stand. Weil sie vorhaben zu bleiben. Kessin Likle. Nun, wie versprochen, falls ihr lernen wollt, eure eigenen Bomben zu bauen. Ich zeig's euch. Nicht anfassen. Eine falsche Bewegung und peng. Das Haus stürzt ein. Ist das euer Ernst? Euer Gesichtsausdruck. Hier, ich zeig's euch. Schön, schön, schön.
Okay. Das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte nur die Kiste öffnen, Alter. Aber es geht gar nicht. So, alles klar. Unsere Bomben bestehen aus drei Bestandteilen. Der Hülse, dem Schießpulver und der entscheidenden Zutat. Manchmal fügen wir noch mehr hinzu, aus Spaß. Doch dazu kommen wir später. Zunächst konzentrieren wir uns nur darauf. Macht sich Spaß. So. Ihr werdet viele Zutaten für Bomben finden. In der ganzen Stadt. Also haltet die Augen offen und die Nase am Boden, wenn ihr herumlauft. Das sollte mich beschäftigen. Grazie, Yusuf. Kennt ihr dieses Buch? Nein. Ein Tagebuch? Sie. Der geheime Kreuzzug von Niccolo Polo. Marcos Vater? Ich fand es bei einem Templer in Masyaf. Es erwähnt die 5 Schlüssel zu Altairs Bibliothek. Niccolo versteckte sie in der Stadt. Ah, und die Templer wissen davon. Also ein Wettlauf gegen die Zeit. Einen fanden sie schon. Unter Topkapi. Den will ich mir holen und die anderen suchen. Also, wo werdet ihr anfangen? Am alten Polo-Handelsposten, denke ich. Sie hatten ein Geschäft in der Gegend, oder? Ich glaube schon. Sprecht mit einem Mann namens Piri Reis im Bazar. Er kann euch die Richtung weisen. Und euch ein paar mehr Bombenrezepte beibringen, falls euch danach ist. Ja, Piri Reismann. Reismann, ja? Ein wirklich krass sympathischer Typ. Ja. So. Nun, das sieht man sicher nicht alle Tage. Ey, ist ein alter Mann, ey. Bisschen mehr Respekt hier bitte, ja? Der gute Ezio ist leider schon in seine Tage gekommen. Er wird seine Gründe haben, schätze ich. Ja, der Grund ist, weil ich kann, weil ich Bock hab. Wuhu! Piri Reis, ich glaube, ich kenne einige eurer frühen Werke. Reis, hat Yusuf Tassim euch geschickt? Das klingt nach einer seiner Übertreibungen. Sie, er sagte, ihr könntet mir den Standort von Niccolo Polos Handelsposten zeigen. Ah, ihr müsst dieser Floranzali sein, über den er ständig jammert. Lothario? Ezio. Das klingt doch alles gleich. Ja, die alte Polo-Faktorei. Westlich der Hagia Sophia. Hier. Grazie. Yusuf erwähnte auch, dass ihr der richtige Mann wärt, um über spezielle Bomben zu reden. Ach, dieser Mann. Er redet zu viel. Er wett. Ich bin Navigator in der Marine. Zurzeit beurlaubt zum Studium der Kartografie. Doch in meiner Zeit als Soldat habe ich die Artillerie und Sprengstoffe schätzen gelernt. Das kam auch den Assassinen zugute. Es verschafft uns einen Vorteil. Ich habe verschiedenste Bomben, nur für Assassinen, versteht sich. Tödliche, taktische, zur Ablenkung und ein paar ausgefallene Hülsen. Alles, was ihr seht, steht zum Verkauf. Falls ihr beweist, dass ihr damit umgehen könnt. Ich bin sehr gelehrig. Nun, niemand hält euch auf. Gebt einfach Bescheid. Na gut. Hätten wir das auch geschafft. Warte mal. Hier ging's wieder raus, oder? Ich glaube, hier ging's wieder raus. Gut, also, Also wir sind ja jetzt schon bei einer Viertelstunde. Deswegen, also wenn jetzt ein Tempel kommt, wo so eine Schlüsselkarte, sag ich mal, ihr wisst schon, was ich meine, ist, dann werden wir das auf jeden Fall nicht zu Ende machen, sag ich jetzt schon mal.
Vergebt mir meine Unbedingtheit. Wir gehen nochmal kurz in die nächste Mission und schauen, was es ist. Ich weiß nämlich nicht mehr ganz genau, was das war. Eigentlich bin ich mir sehr unsicher sogar. Aber jetzt müsste eigentlich sowas kommen. Eigentlich müsste doch sowas kommen jetzt, oder? Oder erstmal. Nee, stimmt! Ah, ja, 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 ja. Jetzt. Buongiorno, merhaba. Bitte tretet ein. Ach, verzeiht die Unordnung. Ich hatte noch keine Zeit, nach meiner Reise hier aufzuräumen. Ihr kamt aus Rhodos, nicht? Sie. Woher wisst ihr? Wir waren auf demselben Schiff. Ich bin Ezio Auditore. Sophia Sator. Kennen wir uns? Jetzt schon. Darf ich mich umsehen? Prego. Meine besten Stücke findet ihr hinten. Ein bekanntes Gesicht. Schön. Dicke Boobies. Es ist schön, noch einen Italiener in diesem Bezirk zu treffen. Die meisten bleiben im venezianischen Viertel oder Galata. Altrettanto. Ich dachte, der Krieg der Osmanen gegen Venezia hätte die meisten von hier vertrieben. Ich lebte mit meinen Eltern hier, als ich klein war. Der Krieg vertrieb uns. Aber ich wusste immer, dass ich zurückkehre. Habt ihr etwas Interessantes gefunden? Mio Dio! Wo kommt das her? Incredibile! Wo führt das hin? Finden wir es heraus. Wer seid ihr, Messere? Nur der interessanteste Mann eures Lebens. Oh, che presuntuoso. A presto, Sophia. Ich komme bald zurück. Ach, jetzt weiß ich einfach, wie man mit den Ladies am Reden sein wird, tut. Nee, der Ezio weiß schon, was abgeht. Auch wenn ich sie na Minimum 20 Jahre jünger einschätzen würde, wenn ich sogar halb so alt wäre. Und jetzt kommt tatsächlich doch sowas. Ich glaube, die. Wie ist die hier? Wisst ihr, wie lange wir schon diese abscheuliche Zisterne durchsuchen? Ich bin seit Wochen hier. 13 Monate. Und zwar seit der Großmeister diesen verdammten Schlüssel fand. Aber er weiß überhaupt nicht, was er tut. Er weiß nur, dass sie irgendwo in der Stadt sind. Und die Stadt ist groß. Toxero. Das sage ich doch. Zurück auf eure Posten, Agiertes! Ja, also kommt sowas doch gerade jetzt. Eigentlich hatte ich jetzt nicht vor, nochmal so eins komplett durchzumachen. Eigentlich nicht, ne. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Hui! Gib Acht, ja? Pass auf die Tür auf und nicht auf deine Füße. Krasser Macker, ey. Der passt hier nicht her. Noch mehr Fremde. Glaubst du entkommst? Oh no! Boom, Junge. Er mit seinem riesen Hammer, Alter, Junge. Übertreib nicht. Alles klar, die haben gar nichts mitbekommen. So, angetäuscht, aber dann doch rein. So macht man's. Ja, ja, du wirst mich kriegen. Vielleicht auch doch nicht. Wo trägt man solche Mäntel? In Italien. Nicht. Komm, schlag zu. Hey. Ja.
das halt so. Zack. Mal gucken, komm, ach, wisst ihr was, wir quetschen es doch noch rein hier. Scheiß drauf. Ich bin es leid hier unten. Aber ich mache auf schnelle Welle jetzt hier das Ding. Ja, haben wir genauso wie in Brotherhood einen von diesen Dingern mitgenommen. Nur, dass sie hier essentiell sind. Essentiell für die Story. Die Grabung genug Fackeln haben. Ich bin es leid, im Dunkeln herumzustolpern. Geil, ey. Die Zeitlupe macht schon Bock, Alter. Die macht schon echt Laune. Kann ich das so machen? Assassino! Der passt hier nicht her. Exakt. Stech die einfach jetzt wirklich ab. Alter, das sieht aus wie Comic-Blut, wa? Hab ich den nicht schon... Nein! Dup, 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 hier geht die Treppe hoch. Und wo ist der Typ, den wir umlegen müssen? Ich werde... Schaff ich den Jump? Nee, wa? Das wird ein bisschen knapp. Also noch eine Etage höher. Sicher ist sicher, Leute. So. Moment mal. Hey, ruhig. Ja. Machen wir es wirklich auf die sichere Tour. Ich weiß gar nicht, ob man es wagen könnte, von da oben rüber zu jumpen und dann mit der Kreis- oder B-Taste sich da festzuhalten mit der Hakenklinge. Meint ihr, das geht? Ich weiß nicht. Ich fände es ein bisschen gewagt, weil wäre ich schon ein bisschen risikoreich. Gut, Leute, ich glaube, wir sind schon fast beim Finale. Hier ist noch jemand außer uns. Echt? Halte die Augen offen und die Fäuste bereit. Nur wenn es so lange nur die Fäuste sind. Ich meine, ich habe so oder so nichts zu befürchten vor euch Pappnasen. Ja, der Slow-Motion-Effekt ist schon ganz geil eigentlich. Gewehrt, Alter. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Okay, Messer sind noch ausgewählt. Zack. Juckt ihn nicht. Juckt ihn nicht da drüben. Hieran, daran sieht man aber echt, wie einfach Revelations ist, ne? Ich meine, ihr kennt mich ja. Ich bin jetzt nicht der krasse Zocker, Alter, eigentlich. Nicht Pro-mäßig jedenfalls. Und trotzdem kommt man hier locker flockig durch, weißt du? Nein! Oh Mann. Die alten CDs von Altair. Was für Songs da wohl drauf sind, ich weiß es nicht.
Na gut, komm. Habe ich es euch trotzdem nochmal reingequetscht. Hatte ich eigentlich nicht vor, aber passt schon. Ezio, ihr wart lange fort. Was habt ihr gefunden? Etwas, das euch interessieren könnte. Mio Dio, che meraviglia. Und hier ist mein Geschäft. Seht euch den Rand an. Seltsame Symbole. Und das sind Titel von Büchern. Wahre Schätze. Einige dieser Bücher sind seit 1000 Jahren verschollen. Niccolò Polo versteckte diese Bücher in der Stadt. Die Karte sollte uns zeigen, wo. Ihr interessiert mich langsam ein wenig. Soweit ich das sehe, brauche ich diese drei Bücher zuerst. Sie müssten Hinweise auf die restlichen enthalten. Molto curioso. Man fand einen unter dem Topkapi-Palast. Aber wir haben noch Zeit, die anderen zu kriegen. Wer fand ihn? Männer, die nicht lesen. Sophia, könnt ihr diese Karte lesen? Mir helfen, die Bücher zu finden. Übergebt ihr sie mir, wenn ihr fertig seid? Wir werden eine Lösung finden. Gut, Leute. Alles klar. Dann war es das jetzt aber an dieser Stelle mit dem kleinen Einblick in der Assassin's Creed Revelations in der Ezio Collection. Ich hab's ja jetzt schon bei den letzten auch gesagt. Wartet erstmal ab, bis es billiger ist. Ich meine, es ist eh immer ein guter Tipp bei Spielen. Man muss immer nur warten, da wird alles billiger, sehr schnell sogar. Aber an sich finde ich die Collection gar nicht schlecht. Ich finde es auch recht angenehm, dass es echt alles auf einer CD ist nur. Ich meine, Batman zum Beispiel ist auf 2 CDs. Ich glaube, die Bio Collection ist auf 3 CDs. Da ist auch jedes Spiel einzeln. Keine Ahnung. Aber ja, das war's. Ich danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Und ja, eigentlich hatte ich das echt nicht vor, das doch nochmal so auszubreiten. Ich hatte ja schon erzählt, sehr extrem schade, dass AC2 schon so beschissen lief. Eigentlich. Ich hätte echt gedacht, dass da die Leute nochmal richtig Bock drauf haben. Aber wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, Let's Plays sind halt out, Alter. Sind halt einfach out. Naja. Trotzdem durchgezogen. Obwohl ich doch nur so Like und Klicke bin, verstehe ich gar nicht. Warum hat das trotzdem gemacht? Komisch, Alter. Ich lebe doch von den Likes, weil die mir auch viel mehr Geld bringen, Alter. Das ist ein bisschen komisch irgendwie. Klappt. Passt dann irgendwie doch nicht zusammen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Naja. Was soll man sagen? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir hören uns nochmal die kleine Katzin an. Da sie ja eh jetzt angefangen hat, wäre ich mal nicht rausgegangen. Und ja, das war's. Lasst gerne nochmal eine Bewertung da. Würde mich sehr, sehr freuen. Danke fürs Zusehen und jetzt noch viel Spaß. Salute. Piri sagte, ihr wärt vielleicht hier. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Ich glaube schon. Das ist einer von Altairs Schlüssel, ein antikes Artefakt. Ah, es gleicht nichts, was ich je sah. Ihr solltet es an einem sicheren Ort bewahren. In eurem Hauptquartier, sie, werde ich. Also, was führt euch hierher? Ich koordiniere mich mit unseren Verbündeten. Den Dieben im Bazar, den Söldnern beim Arsenal und den Roma im Konstantinbezirk. Ihr überfordert euch, Yusuf. Bitte lasst mich mit den Roma sprechen. Ich hatte noch nicht oft Kontakt mit ihnen in der Vergangenheit. Das würde mich beruhigen. Falls ihr es eilig habt, könnt ihr unser Tunnelnetzwerk benutzen. Die Luft ist etwas stickig da unten, aber die Ratten sind kaum größer als Hunde. Viel Spaß. Grazie.